Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Nero und direkt am Anfang, es gibt sehr, sehr gute Nachrichten, zumindest für Leute, Hucker, was ist denn hier los? Wieso habe ich gerade Schaden bekommen? Für Leute, die Bock haben auf einen Minecraft Nero Livestream. Denn heute, am Freitag, gibt es einen und zwar von 19 bis 21 Uhr. Ah, okay, hier hat jemand schon sein Haus ein wenig weitergebaut. Ich weiß gar nicht, wer jetzt hier direkt wohnt. Der Twitch-Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. twitch.tv/paluten. Dort werde ich heute von 19 bis 21 Uhr einen schmackhaften Nero-Livestream machen. Warum in Anführungszeichen nur bis 21 Uhr? Da muss ich aufhören, weil dann muss ich noch ein bisschen Freedom vorbereiten, weil um 22 Uhr ist der nächste Minecraft-Freedom-Aufnahmetermin. Und jetzt nochmal ganz kurz apropos Minecraft-Freedom. Ich werde jetzt immer auf Snapchat, dort heiße ich PalutenSnap, kann ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken, wie ich dort genau heiße, aber PalutenSnap ist jetzt nicht so kompliziert. Dort poste ich immer Behind the Scenes, also so Bilder und Videos hinter den Kulissen von Minecraft Freedom. Und ja, damit habe ich heute angefangen und das werde ich mal so ein bisschen fortführen. Für die Leute, die Bock haben, schaut dort sehr, sehr gerne mal vorbei. So, ich fliege jetzt nochmal ganz, ach Mist ey, ich muss mich ein bisschen heilen mit einem traumhaften Blutorb. Und es ist leider auch schon wieder Tag. Das ist nicht ganz so geil. Jetzt gucke ich mal ganz kurz hier. Ich habe mich auch ein bisschen... Alter! Wie cool ist das denn? Da hat aber jemand ordentlich was aufgebaut. Krass. Das war, glaube ich, Zombie. Ich habe mir nämlich seine Folge reingezogen und da ist er gestorben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie er gestorben ist, das war auf jeden Fall schon... sehr, sehr lustig. Das war ein bisschen, das hätte auch mir passieren können. Wie genau das passiert ist, das möchte ich euch jetzt natürlich nicht spoilern. Ich brauche unbedingt was zu essen. Ich habe natürlich heute auch wieder ein paar Fragen vorbereitet, die meiner Meinung nach sehr, sehr interessant sind. Aber direkt am Anfang klären wir mal ein Thema von Thomas Trokol. Würdest du oder hättest du Bock auf neuen Merch, zum Beispiel mit Edgar, Dieter, Iggy und so weiter? Ja, definitiv. Und ich weiß, ich rede darüber schon seit geraumer Zeit. Mir fehlt bloß ein fähiger Designer, um da so ein paar Sachen letztlich auch umsetzen zu können. Weil ich hätte Bock auf einerseits Edgar Kissen, so eine kleine Plüschfigur eben, dann T-Shirts in der Hinsicht etc. pp. Und da muss ich auch mal gucken, was ist hier drin. Oh, hier sind noch 19 Karotten. Die klaue ich mir auf jeden Fall mal. Denn hier 4 lassen wir noch drin. Das Feld ist ja komplett. Ich habe jetzt leider auch meine eine Hake nicht dabei, sonst hätte ich das Feld so ein bisschen neu aufgepackt. Übrigens, ich habe scheinbar in der letzten oder vorletzten Folge ein Item gedupt. Also das bedeutet, ich habe es vervielfältigt durch einen Bug, allerdings nicht wissentlich. Und deshalb habe ich jetzt 2 Moonshine Guns. War nicht mit Absicht, meine Damen und Herren. Ach so, guck mal hier. Der hat mein Feld einfach abgerissen und hat das hier hingebaut. Das ist ja skandalös. Und was soll hier noch gebaut werden? Oh, ist echt schön eingerichtet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, unser Dorf, das wächst von Tag zu Tag immer schöner. Und hier vorne wurde, glaube ich, auch ein Baum gepflanzt. Warte mal, apropos Bäume, ich brauche mal ein bisschen mehr Holz für meine Hütte. Dazu gönne ich mir jetzt einfach mal da meine Axt. So, wie gesagt, also es wird auf jeden Fall neuen Merch geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Nero-Folgen so gechillt. Es ist einfach so, im Gegensatz zu der Moment... Oh, warte mal, ich muss nach da hinten. Zu Minecraft Freedom momentan ist es halt einfach... ja, echt ruhig, weil da geht ja momentan sowas von die Post ab. Übrigens, heute ab 14 Uhr gibt es natürlich wieder, oh Gott, Minecraft Freedom. Keine Sorge, Leute, das war echt was. So, jetzt werde ich dich mal ein bisschen angehen, du kleiner Ursa. Du hast ein bisschen, hast auch ein bisschen Fleisch gedroppt. Ist relativ praktisch. So, warte mal, ich werde einfach mal das Ganze von oben abbauen, dann kann ich direkt die nächste Frage vorlesen. Ich höre hier irgendwie wieder so ein paar Viecher. So, zack. So, nächste Frage. Ah, okay, die ist von Tim. Willst du wieder aktiver auf Snapchat werden? Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich mir das gesagt, okay, ich werde den Leuten so ein kleines hinter den Kulissen geben. Weil oftmals denke ich gerade nicht daran, dass ich ein paar Snapchat-Fotos oder Videos machen könnte. Und auch auf Instagram will ich wieder aktiver werden. Da kam jetzt auch schon seit einiger Zeit leider kein neues Bild. Werde ich nachholen. Dort heiße ich Paluten. Dort haben wir, glaube ich, auch, vielen, vielen Dank übrigens, glaube ich, vor 3-4 Tagen die 800.000 Follower geknackt. Mega nice. Also ganz ehrlich, vielen, vielen Dank, Leute. So, der Link ist auch, glaube ich, unten in der Videobeschreibung. So, nächste Frage von Matthias Hobiger. Wie ist es so, mit Peterle in einer Wohnung zu leben und hat es dir was ausgemacht, dass Peter einen Hund hat? Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde das ja mega cool, dass Tyson hier ist. Das Problem ist einfach, dass Tyson irgendwie nicht wie so ein ganz normaler Hund ist. Muss man einfach mal so sagen.
Also ich, Peter ist momentan in Berlin und ich passe halt auf Tyson auf und gehe dann natürlich logischerweise auch mit ihm raus. Und dieser Hund kann einfach gar nichts. Der kann nicht mal bei Fuß oder so. Der hat... Huh? Was? Wo kamst du denn her? Junge, wie hat der denn gebackt? Alter, mal, dass du wegkommst. Und wie gesagt, es ist schon ein bisschen anstrengend, mit dem Hund dann rauszugehen, wenn er nicht mal die einfachsten Kommandos drauf hat. Aber das Leben mit Peter hier in der WG ist sowas von gechillt. Also man muss einfach mal sagen, im Gegensatz zu Revi ist er ein wirklich sehr, sehr ruhiger Mitbewohner, was ich auch echt begrüße. Ich fand es auch cool, mit Revi zusammen zu wohnen. Aber Revi ist halt manchmal ein bisschen lauter. Wenn sie dann ihre Castle Rush-Aufnahmen damals schon gemacht haben, dann war hier einfach Remi-Demi. Und auch ansonsten haut Revi ja gerne mal auf den Schreibtisch. Und das ist irgendwie ein bisschen uncool, wenn man dann gerade ein bisschen schlafen möchte. Aber ansonsten ist Revi auch ein super netter Kerl. Der hat mir letztens auch Frühstück rübergebracht. Das war sehr, sehr lecker und sehr, sehr nice. Also, oh, warte mal. Brauchen wir die nicht auch? Das sind doch... Ah, nee, das sind Golbies. Aber ihr gibt Hunter-Erfahrung. Oh, Alter, der Jedi, ey. Junge, der kriegt gar keinen Knockback. Zack. Ich wusste gar nicht, dass die hier spawnen können, die Magikas. Obwohl, die sind wahrscheinlich in dem anderen Biom gespawnt. Haben jetzt aber auch nicht wirklich was gedroppt. Mann, ihr nervt mich. Ich will ein bisschen Holz fällen hier. Mann, dass du wegkommst. Übrigens, wenn wir den Livestream heute gemacht haben, werde ich auch ein bisschen was vorbereiten, sodass wir dann mal wieder in eine neue Dimension etc. durchstarten können. Ich habe irgendwas von einem Stone Giant gerade gelesen. Habe ich mir vielleicht ein bisschen eingebildet. Da ist auch schon wieder ein Golibi. Warte mal, ich snack mir lieber mal den großen hier. So, was haben wir denn hier noch im Angebot? Von Diolka. Warst du in der Schulzeit mal verliebt? Natürlich war ich in der Schulzeit mal verliebt. Allerdings wurde die Liebe nicht erwiesen. Also ich war in diverse... Oh Gott, wie groß... Junge, du hast das Wort Stone Giant auf jeden Fall verdient. Junge. Kann man... Junge. He's got wrecked, Stone Giant. Du kannst ja gar nichts. Toll, du hast Steine gedroppt. Surprise. Da hinten sind auch nur so komische Männchen. Ja, aber daraus wurde einfach meistens nichts. The day disappears slowly as the sun sets. Okay. Aber dann, ja, irgendwann hatte ich dann eine Freundin. Yeah, yeah. Ich glaube in der 11. oder 12. Klasse. Die ging allerdings nicht bei uns auf die Schule. Sondern die hatte ich im... Ich weiß gar nicht, war das einfach ein Sommerurlaub? Ja, ich glaube einfach in einem Sommerurlaub kennengelernt. Und mit der war ich dann ganz lange zusammen. Und dann haben wir uns getrennt. So. Zack. Alter Schwede. Wieso habe ich denn nie so ein Special Event? Junge, das wäre mal nice. Aber da passiert einfach immer nichts. Ja, ich höre jetzt hier ein paar Monster. Oh, da vorne. Zack, dich will ich töten. Mann, wieso droppen die denn nie was? Oh Gott, jetzt ist hier aber... Hui, hui, hui. Warte mal, ich flieg mal nach da hinten. Warte mal, ich brauche halt das richtige Biom. Zack. Hier nochmal kurz landen, damit ich mich ein bisschen regenerieren kann in puncto Flugfähigkeiten. So, nächste Frage von... Boah, ich kann deinen Namen nicht lesen. Alter, Püntivi? Hast du auch mal an so etwas wie eine Mini-Tour, Longboard-Tour gedacht, teilzunehmen? Kein richtiger deutscher Satz, aber eben, ob ich auch mal Bock habe auf eine Mini-Tour in puncto Longboards etc. Ich muss ganz ehrlich sagen, Pidissel hätte lieber Bock. Ich bin ja auch in Köln bekannt als der Kölner Kugelblitz. Ich hatte ja mal für kurze Zeit ein Fahrrad, wurde mir dann aber sofort geklaut. Die, auf gut Deutsch gesagt, Arschlöcher. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist schon ein Altar. Warte mal, hier kann ich mir doch ordentlich vollladen, oder nicht? Warte mal. Kriege ich jetzt? Ja, warte. Zack. Alter, wie schnell man hier wieder auflädt. Zack. Alter, wie schnell geht das denn? Ich brauche auch unbedingt ein paar Campfires. Das werden wir im Livestream auf jeden Fall auch mal machen. Aber dann den Altar auf jeden Fall mehr ausbauen. Hey, der sieht auch irgendwie komisch aus. Achso, weil die Campfires da drüber sind. Okay. Ah, hier ist auch diese Melonenrüstung. Zack, zack, zack. Aber wir brauchen halt einen richtig, richtig ausgebauten Altar. Ich guck mal kurz auf meine Wahrheitstafel. Ja, okay, da habe ich jetzt 10.000. Damit kann ich erstmal ein bisschen rumfliegen. Ich könnte mal gucken, ob hier... Ich brauche eben diese Magikas. Die haben nämlich irgendwas Nices gedroppt. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was das war. Aber hier scheinen die nicht unbedingt zu... Okay, hier sind ein paar Reaper. Die interessieren mich aber mal 0,0. Na, aber in die Richtung sind wir auch schon mal geflogen. Das macht wenig Sinn. Da möchte ich mich vielleicht doch mehr
um mein Haus kümmern. Guck jetzt nochmal, ob hier irgendwelche Mobs sind. Können wir mal nächste Frage. Aber wie gesagt, stimmt. Fahrradtour. Weißt du, Pidizzle ist der Kölner Kugelblitz. Und das, den Namen habe ich mir selbst gegeben. Und ich würde dann super gerne mal so eine krasse Fahrradtour machen. Auch mal quer durch Deutschland. Da hätte ich eigentlich voll Bock drauf. Weißt du, die ganzen Hipster mit ihren Longboards? Wo sind denn die Leute mit dem Fahrrad da draußen? Das ist das Wichtige, meine Damen und Herren. Deine Fahrradtour quer durch Deutschland. Ohne Witz, da hätte ich echt Bock drauf. Also, müsste man eigentlich mal angehen. So, jetzt habe ich mich wieder beruhigt. Jetzt kann ich wieder nach Hause fliegen. Ich bräuchte mal so ein paar Querstreben oder so. Hier vorne. Wir haben doch jetzt hier so viel Fichtenholz. Müssen wir mal gucken. Zack. Ob wir hier das nicht mal so ein bisschen abbauen. Pack ich mal meine Spitzhacke. Zack, zack. Das ist doch hier alles der Stone. Ach, und hier ist Sand. Da muss ich mal ganz kurz... Oh, Alter, mein PC ist hier gerade ausgerastet. Der ist aber mal richtig... Der Lüfter geht manchmal so random an. Weil so... Obwohl... Oh Gott. Hoffentlich wird es heute nicht allzu warm. Wo ist meine Schaufel? Ihr habt nichts gesagt, Leute. Sie war in meinem Inventar. So, zeig das hier mal schnell weg. Können wir nämlich hier... Oh, Junge, was für ein Treffer. Stimmt, das könnte man so ein bisschen nach hinten versetzt machen. Und dann kommt hier... Warte. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Ah, ne, hier hätte ich aber ganz gerne dann doch das Ding. So, warte mal, wir brauchen eine neue Frage, meine Damen und Herren. Aber wie gesagt, eine Fahrradtour hätte ich irgendwie Bock drauf. Von Nomavarus. Gibt es so Momente, wo du gar keinen Bock auf YouTube hast? Eigentlich nicht. Es gibt so ein paar Momente, wo ich so ein bisschen niedergeschmettert bin, wenn irgendwie eine Folge nicht so richtig gut ankommt. Also, sagen wir mal, vor allen Dingen bei Minecraft Freedom ist das so. Oh Gott, ach, wenn ich Shift drücke. Wenn eine Folge nicht gut ankommt und man hat halt, man kriegt viele Dislikes, obwohl man eben echt viel Zeit und viel Arbeit in die Folge reingesteckt hat und die Leute sind dann trotzdem am rumhaten. Das sind so Momente, die mich dann doch schon so ein bisschen treffen, wo ich dann denke, nein, oh Mann, ey, das ist doch eigentlich, das ist voll cool und ich habe da voll viel Arbeit reingesteckt und ja, das ist dann immer so ein bisschen schade, wenn das dann so komplett destroyed wird. Warte mal, nehmen wir mal hier das Holz, klatschen das hier so ein bisschen ran. Patz. Ja, es müsste eigentlich schon eher gleichmäßig sein. Ja, aber okay, das sieht irgendwie ein bisschen blöd aus, wenn das nach hinten versetzt ist. Vielleicht sollte ich die ganze Wand hier mal so ein bisschen abreißen. Dann passt das auch. Ich brauche sowieso noch wesentlich mehr Sandstein etc. Achso, jetzt fällt das alles so ein bisschen runter. Aber das ist eigentlich auch kein Problem. So. Genau, aber ansonsten habe ich da... Ich liebe es einfach, YouTube-Videos zu machen. Ich liebe die Resonanz auf die Videos. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß. Das Einzige, worauf ich manchmal verzichten könnte, ist das Rendern. Wenn das mal wieder abstürzt. Oder auch teilweise das Schneiden. Das ist schon teilweise sehr, sehr zeitaufwendig. So, ich meine, okay, beim Rendern kann man einfach das sozusagen... Muss man ja nicht am PC sein. Zack. Aber... So, warte mal jetzt. Klatschen. Oh, warte mal, ich könnte doch die da eigentlich ranklatschen. Zack. So, warte mal, da muss ich mal ganz kurz. Mann, wieso habe ich denn. Wo ist denn meine Flugrune? So, zack. Na, obwohl. Ich glaube, der ganz normale Sandstein wäre schon chilliger. Obwohl, ich nehme das jetzt trotzdem. Dann könnte ich den Boden eigentlich nochmal umändern. Ist die Frage, in was? Bisschen ganz normales Holz. Können wir mal ausprobieren, wie das aussieht, ob sich das verträgt. Ja, doch, weil es gut hier hinpasst mit dem Holz. Das passt eigentlich. Das ist sehr gut, meine Damen und Herren. So, nächste Frage von Minus sein Mädchen. Was sagst du zu Internetfreunden? Wie, was soll ich dazu sagen? Ist doch cool. Also, ich meine, Smurf und so waren, oder auch Herr Bergmann, letztlich alle Leute, die ich durch YouTube kennengelernt habe, waren immer erst Internetfreunde. Und bis man sich da mal im Real Life getroffen hat. Und das hat ja meistens auch mehrere Monate oder Jahre gedauert, bis man die mal ja dann im Real Life zu Gesicht bekommen hat. Dementsprechend sind doch Internetfreunde, keine Ahnung, ich finde das cool. Ganz, ganz ehrlich. Und auch vor YouTube hatte ich Internetfreunde. Leute, die man einfach durchs Zocken kennengelernt hat. Warte mal, das will ich glaube ich sogar so lassen, dass hier so ein bisschen der Stein durchschimmert. Aber hier hinten kann ich das mal alles so ein bisschen wegmachen.
Marvin Schelle, was magst du mehr, Replika oder Magma-Regen? Mittlerweile muss ich sagen, seit der 1.9, die ich übrigens gar nicht so schlecht finde bei Mario Party, also da hat sich nicht viel verändert, bei Replika gibt es ein neues System und da hat P-Dizzle wesentlich mehr Chancen auf den Sieg. Ich weiß nicht, ob es schon die nächste Mario Party-Folge ist, wo P-Dizzle richtig gut performt in Replika. Also ich will da nicht spoilern, Leute. Aber das war einfach ganz, ganz großes Kino, meine Damen und Herren. Das war schon extra klasse. Aber deshalb würde ich sagen, Replika. Ich hasse Magma-Regen. Magma-Regen, mach, dass du wegkommst. Ganz ehrlich, niemand braucht dich Magma-Regen. So, warte mal, hier habe ich das. Ich mach die hier mal weg, weil dann könnte ich einen neuen Hintergrund hier hinhauen. Denn dann benutzen wir unseren Chisel. Axe to the Minezel. So, und dann machen wir hier mal ein bisschen, machen wir 32 Sandstein. Und die werden einfach mal zu... Wir nehmen einmal die. Zack. Und dann machen wir nochmal 22 Sandstein mit diesem wunderbaren Ding. Kloppen wir die beiden. Boah, jetzt rastet schon wieder mein PC aus. Junge, chill mal deine Basis. So, zack, zack. Jetzt muss ich die ja auch hier unten machen, ne? Oder ich mach oben. Warte mal, ich glaube, ich mach das so. Zack, oben kommen die Dinger hin. Klatsche ich bis an die Ecke. Zack, und unten kommen dann die anderen Steine hin. The Ancient Unrest for now. Zack, 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 zack. Ah, das sieht echt fresh aus. Das gefällt mir, was sich das so verbindet. Aber dann ist das ein bisschen blöd hier. Dann muss ich hier noch irgendwas vorsetzen. Vielleicht noch ein paar Öfen? Was könnte ich denn da noch draufkloppen? An Sachen, die ich vielleicht bräuchte. Ein Bett wäre mal ganz praktisch. Ich müsste eigentlich mal ein Schaf wegkloppen. Scheren meine ich natürlich. Damit ich da mal irgendwas hinsetzen kann. Oder ich setze hier einfach nochmal die Schlangen hin. Ja, das passt dann auch. Mein Haus ist auch irgendwie ein bisschen... Ich bräuchte hier mal ein bisschen Kopffreiheit. So, nächste Frage. Von irgendeinem Typ, Mallow. War es bei euch irgendwie auch so ausgeprägt, dass wirklich jeder Junge in der Schulzeit Fußball gespielt hat? Ja, die meisten haben auf jeden Fall Fußball gespielt. Es ist nun mal so. Fußball ist der krasseste Sport in Deutschland. Also, das ist einfach so. Und deshalb ist es dann nicht unwahrscheinlich, dass die Kids Fußball spielen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, sollte ich irgendwann mal das Glück haben, dass mein Kind ein Junge wird, dann werde ich dem auch versuchen, so ein bisschen in die Fußballschiene reinzubringen. Weil ich bin ein absoluter Fußballfan. Ich würde ihn natürlich nicht zwingen. Aber es wäre natürlich geilomatico, wenn er sich für Fußball interessieren würde. So, warte mal, ich werde hier, werde ich den Sandstein über die... Nee, warte, nicht den, sondern den anderen. Den kloppe ich hier. Zack, weil der verbindet... Ach, Junge, du bist auch manchmal... Also, Peter, sind manchmal ein bisschen planlos und kopflos. Ja, wo ist er denn da? Der kommt dann hier so über die Tür. Jawoll, das sieht doch nice aus. Ich glaube, den werde ich hier auch überall oben in der zweiten Etage reinsetzen. Weil das, finde ich, sieht voll nice aus. Warte mal, dann klotsche ich hier nochmal. Zack, Shizzo, my Nizzo. Nehmen wir direkt hier so einen 64er. Und nehmen den hier. Zack. Ich werde mein Haus ja noch weiter nach hinten ziehen. Aber egal. Ja, das sieht nice. Ey, mein Haus ist gar nicht so hässlich. Also von innen. Ich bin nicht der größte Innenarchitekt. Aber, meine Damen und Herren, da kann man mal so machen. Ich bräuchte dann auch echt noch mal ein bisschen Wasser hier für meine Toilette. Alter, der Wind is beneath my feet. So, letzte Frage für heute. Von Terry. Was ist dein Lieblingsbuch? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in der Schule nie so wirklich, in meiner Freizeit nie so wirklich Sachen gelesen. Deswegen habe ich eigentlich nicht so wirklich ein Lieblingsbuch. Obwohl, Harry Potter. Das waren so die einzigen Bücher, die ich freiwillig gelesen habe. So, warte mal, ich muss da nochmal kurz hier ein bisschen was reinsetzen. Und deswegen ist es eigentlich, glaube ich, auch Harry Potter. Also, weil ich habe ansonsten nicht wirklich was gelesen. Ach, hier ist wieder der blöde Sand. Da ist die Schuvel. Mal, dass sie wegkommt. Komischer Sand. Und dann sind wir für heute auch durch. Wie gesagt, Harry Potter. Ich habe sonst in der Uni, habe ich mal Bücher gelesen, aber die gingen halt eher um unispezifische Sachen. So, könnt ihr euch mal ein bisschen richtig setzen. Zack. Patz, patz, patz. Mach ich mal nochmal kleine... Ja. Also natürlich, da muss noch viel gearbeitet werden. Da muss ich noch ein bisschen mit Schüssel etc. arbeiten. Aber wenn man hier so reinfliegt, da fühlt man sich schon ein bisschen,
ein bisschen wohler in seiner Haut. So, Leute, Verbindung trennen, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Nero. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Schaut bei mir bei Instagram, bei Snapchat vorbei und der Livestream heute um 19 Uhr. Und dann sehen wir uns hoffentlich. Link ist auch unten in der Videobeschreibung, alles Wichtige. Haut rein, ciao, ciao!